Wo liegt die Problematik? Was haben Kultur und TTIP miteinander zu tun? Wirtschaftliche Interessen in diesem transatlantischen Abkommen gefährden unsere kulturellen Errungenschaften. Eine Kultur, auf die wir Europäer zu Recht stolz sein können. Ich nenne ein paar Beispiele. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Buchpreisbildung, öffentliche Kulturförderung für Musik, Film, Theater, Museen, kulturelle Zentren, Literaturförderung und sogar Bildung und Lehre sind wahrscheinlich davon betroffen. Genaues weiß man nicht, die Verhandlungen finden im Geheimen statt, wie wir wissen. Oder auch interkulturelle Austauschprogramme und das Urheberrecht. Im amerikanischen Urheberrecht geht die Urheberschaft nach dem Prinzip Work on Hire an den über, der den Kulturschaffenden beauftragt. Also komplett anderes Verständnis von Urheberschaft. Die künstlerische Freiheit wird in den USA an den Markt delegiert, nach dem Prinzip, wer zahlt, schafft an. Und damit wird eben nur noch das gefördert, was Geld bringt. Vergleichen wir einfach mal. Bei uns werden bisher auch nicht am Profit ausgerichtete Projekte gefördert. Und das wahrscheinlich in Zukunft dann nicht mehr. Manche von uns sprechen vom kulturellen Ausverkauf, fürchten, dass Kultur zu Ware wird nach dem Motto, was spült Geld in die Kassen? Was will der Mainstream sehen, hören oder lesen? Damit wird der finanzielle Markt zum kulturellen Maßstab. Kultur wird angepasst, sie wird vorgekaut, vorverdaut und gefiltert werden. Warum sind unsere kulturellen Errungenschaften eigentlich von den TTIP-Verhandlungen bedroht? Erstens, weil der gesamte Kulturbereich von den Verhandlungen bisher immer noch nicht ausgenommen wurde, seitens der deutschen Regierung. Frankreich im Übrigen hat ganz vehement die Filmförderung versucht zu verfechten, dass eben diese in der Präambel ausgeklammert werden. Zweitens, wegen dem Investorenschutz und den privaten Schiedsgerichten, die wir vielleicht alle schon davon gehört haben, die den Weg ebnen, dass private Investoren entgangene Gewinne einklagen können und das eben auch im Kulturbereich. Drittens, im Übrigen sind diese Gerichte verfassungswidrig, habe ich gestern erst erfahren. Die Urteile können nicht angefochten werden, wenn sie einmal beschlossen worden sind. Und das hinter verschlossenen Türen. Der Intendant Christian Schrüppel stellt in einem Interview eine sehr interessante Frage dazu. Wenn in der Präambel zu den Verträgen steht, die Kultur solle ausgenommen sein, dann sei doch immer noch offen, wo die Grenzen zwischen Kulturgut und Wirtschaftsgut verlaufen sollten. Zum Beispiel könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk von den audiovisuellen Medien herausgenommen werden und per Definition unter die Rubrik Telekommunikation fallen und damit wieder den Bestimmungen des Abkommens unterliegen. Es geht also nicht nur einfach um das Chlorhuhn, es geht nicht nur um Hormonfleisch und genmanipulierte Organismen, es geht im Großen und Ganzen auch um die Ernährung. Und ich möchte die Ernährung genauso ebenfalls zu den kulturellen Leistungen zählen, wie die Moral, also die Ethik, Recht und soziales Gemeinwesen. Ich frage mich, warum das, was eine Leistung besonders macht, einen höheren Wert darstellt, geopfert werden soll, indem man genau diese Besonderheit beschneidet. Man kappt sie. Einfach nur zur Standardisierung, zur Gleichmacherei. Nur damit leichter Handel betrieben werden soll. Hohe und gute Standards, die sich bei uns bewährt haben, werden also zum Handelshindernis. Natürlich, die Welt verändert sich und man darf nicht alles in einen Topf werfen, ganz klar. Ich möchte nicht, dass meine Worte als Anti-Amerikanismus verstanden werden. Nur, wenn sich die Welt verändert, warum muss sie das zum Negativen tun? Warum das Positive vernichten und Gleichmacherei dabei betreiben? NAFTA, das nordamerikanische Handelsabkommen, macht es doch seit 20 Jahren vor. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Die versprochenen, erhofften Wohlstände kommen nicht an. Pure Ausbeutung ist der Fall. Ich habe nicht viel Vertrauen. Ich habe Angst davor, was kommt, aber das genau ist wahrscheinlich falsch. Es ist
Skepsis. Auch wenn unser Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel das im gestrigen Interview in der Kulturzeit auf Dreisat verwechselt. Immerhin, er reagiert auf die wachsende skeptische Öffentlichkeit. Auch wenn er eher alles herunterspielt und damit die Skepsis, zumindest bei mir, noch dazu befeuert. Und außerdem, ich mache das an dem guten Beispiel von Gabriel fest, weiß er anscheinend gar nicht, was alles Kultur ist. Wenn wir, ich nenne uns mal wir, das einfache und besorgte Volk von Kultur sprechen, dann reden wir nicht von schönen Bildchen alleine oder netten Liedchen. Wir sprechen hier von unserer Identität. Kultur ist für mich und wahrscheinlich für uns alle, die wir heute in den Gewinden uns eingefunden haben, die gesamtheitliche Definition davon, wie wir leben und wie wir weiterleben wollen. Wir reden hier nicht nur von ein paar Chaoten, wir reden hier vom Deutschen Kulturrat, dem Goethe-Institut und der UNESCO und viele weitere Kulturschaffenden, die besorgt sind, aber auch an unserer Seite stehen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen trotzdem schönen Abend, trotz des ernsten Themas.